Alle Augen blicken auf Fulda. Bei Bauarbeiten wurde am Mittwochnachmittag am Galasini-Ring 8 bis 10 eine mittelschwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Seitdem herrscht höchste Alarmbereitschaft. Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld hat sich am Donnerstagvormittag ein Bild über die Lage vor Ort gemacht und appelliert dabei an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Bombe muss entschärft werden und von daher ist es wichtig, dass jetzt alle Menschen, die hier im Radius von 300 Metern wohnen, ihre Wohnungen verlassen. Das ist ganz wichtig und von daher bitte ich alle, sich an diese Vorgaben zu halten. Es geht um die Sicherheit und ich bitte alle, sich auf dem Laufenden zu halten, über die Medien, über die Homepage der Stadt Fulda, denn wir haben ständig neue Informationen aktuell, um sicherzustellen, dass alle auf dem aktuellen Stand sind und dass auch alle über entsprechende Hilfsangebote informiert sind. Aus dem gesamten Landkreis sind verschiedene Hilfsorganisationen und Transporteinheiten am Unterstützen. Etwa 100 Kräfte von der Feuerwehr und 40 Polizeibeamte sind im Einsatz. Thomas Helmer, Leiter der Feuerwehr Fulda, erklärt gegenüber Osthessen News das Vorgehen der Rettungskräfte. Wir haben jetzt begonnen mit der Räumung des betroffenen Bereichs. Es ist durch den Kampfmittelräumdienst ein Radius von 300 Meter festgelegt worden. In diesem Bereich haben wir ca. 1500 Menschen. Und wir haben jetzt die Nacht über intensiv uns mit der Planung schon beschäftigt, wie die Räumung vonstatten gehen kann. Und wir haben jetzt aktuell mit der Polizei gemischte Teams zusammengestellt. Diese Teams werden jetzt diesen ganzen Bereich hier kontrollieren. Werden die Leute, die unserem Aufruf bisher noch nicht gefolgt sind, im Prinzip rausklingeln und dann hier auffordern, den Bereich zu verlassen. Ausnahme von den Medien jetzt haben wir Lautsprecherwagen eingesetzt, um eben halt einmal einen Weckeffekt nochmal zu haben, die es vielleicht jetzt noch nicht in irgendeiner Art und Weise gehört haben, wo wir dann eben halt auch die entsprechenden Infos als Durchsagen geben können. Aus Sicherheitsgründen werden alle Personen in diesem Bereich aufgefordert, jetzt ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Doch was passiert mit den etwa 1500 Evakuierten? Wir haben eine Buslinie eingerichtet mit zwei Behelfshaltestellen, wo die Leute mit dem Bus in die Betreuungsstelle transportiert werden können. Die Menschen, die jetzt keinen Unterkunft bei Freunden, Verwandten gefunden haben, die können in die Betreuungsstelle reingehen für die Zeit. Wir haben Transporte für Menschen, die eine medizinische Hilfe brauchen oder einen medizinischen Transport brauchen. Diese Transportmöglichkeit ist sichergestellt. Über das Bürgerbüro der Stadt Fulda können diese Transporte im Prinzip angefordert werden. Gegen 12 Uhr mittags wurden alle Bewohner aus dem Umkreis evakuiert. Wann die Entschärfung folgt, ist noch nicht bekannt. Am Nachmittag soll eine Pressekonferenz mehr Klarheit bringen. Wir berichten nach. Osthessen News. Sehen, was bewegt.